Das ist eine Geschichte, die wir euch unbedingt erzählen wollen. Es geht um diesen Mann hier, Mr. X. In Guantanamo hat er Insassen gefoltert. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Er trifft auf den, den er gefoltert hat. Sie werden miteinander sprechen über ihre Vergangenheit. Was wird geschehen? Ich habe einen Kollegen, John, und John hat 4 Jahre lang an einer ziemlich aufwendigen Recherche gearbeitet. Es geht um Folterer in Guantanamo Bay. Und wir wollen euch die Geschichte erzählen, die Geschichte von Mr. X. Und gleich kommt er, John, gebürtiger Amerikaner. Das ist so ein bisschen so wie bei Vermisst, ne? Wenn so 2 Kameras aufeinandertreffen. Hallo. Hi. Hi, Gunnar, hi. Hallo. Genau. Wollen wir reingehen? Cool, dass du da bist. Super. John ist einer der wichtigsten Investigativjournalisten Deutschlands. Er hat über den Drohnenkrieg der Amerikaner recherchiert und Foltergefängnisse der CIA enthüllt. Und heute hat er eine ganz neue Geschichte dabei. Es geht um ihn hier. Der Mann nennt sich Mr. X, US-Militär. John wollte ihn finden. Also, als ich gesehen habe, wie er posiert mit Pistolen und Kalaschnikows und alles Mögliche und Schwerter, die Vorstellung, einfach bei ihm zu klingeln, kam mir wie keine gute Idee vor. Es gab Mr. X nur als Phantom. Keiner kannte ihn. Aber es gab schwere Vorwürfe. Folter in Guantanamo. Die Amerikaner nannten es damals erweiterte Verhörmethoden. Irgendwann hat John ihn aufgespürt, gemeinsam mit Paul aus Dänemark. Hello, this is Paul speaking. Hello, Paul, I'm calling. There's not a chance that we could drive now. I mean, and get down to you in an hour. We would be very happy to do that. Tomorrow morning. Yeah. I will absolutely get down to you. Okay, thank you. I will, thank you. Okay, see you soon. Bye. Fuck! Eine Zusage für ein Treffen. Aber wie schafft man das? Wie kommt man einem Folterer auf die Spur? Es ist eigentlich ganz einfach. Man muss sehr, sehr viele Unterlagen lesen. Und Details finden. Und langsam das Bild einer Person zusammenbauen. Eigentlich ist das Thema erstaunlich gut dokumentiert. Es gab so Berichte von der amerikanischen Regierung. Und wenn du so lange rumstolperst, findest du da in Fußnoten irgendwie Namen, teilweise geschwärzt, Vornamen. Du kriegst irgendwie Dienstgrad und so. Und dann fängt man an, so ein Profil zu bauen. Mr. X arbeitete in Guantanamo. Er sollte dort an Informationen und Geständnisse von Insassen kommen. Den Inhaftierten wurde das hier vorgeworfen. Der Terroranschlag von 9/11. Fast 3000 Menschen wurden damals getötet. Bei den Beschuldigten ging es auch um diesen Mann, Mohamedou Slahi. Heute gibt es einen Kinofilm über ihn, der Mauretanier. Damals wurde er gefoltert. John nimmt Kontakt mit Slahi auf und besucht ihn in Mauretanien. Slahi saß 14 Jahre in Guantanamo. Die Geheimdienste sahen in ihm einen Terroristen. Ein Rekrutierer für Al-Qaida. Und ja, er war 2-mal in Afghanistan. Auch bei Al-Qaida. Aber er sei schnell ausgestiegen, sagt er. Slahi wurde nie verurteilt, gilt also als unschuldig. Aber niemand soll in Guantanamo so heftig gefoltert worden sein wie er. Übrigens, er lebte auch schon mal in Deutschland. Es brachte sehr schlimme Erinnerungen. Weil ich sehr viel Schmerzen erfahren hatte damals. Ich hatte nie schlafen dürfen. Ich hatte nie essen dürfen. Und wurde geschlagen. Wurde gezwungen, Salzwasser zu trinken. I'm gonna show you something. Come here. So, you know, I'm really into German Aktenordner. I want to show you some pictures. Mm-hmm. You know who that is? No. It's Mr. X. He's much more shallower than I thought, even though I had never seen his face. Why is he posing that looks like 17 years old? Your old boy. What?
And then I was deprived of food, and so I was really very weak. I couldn't do anything. So he kept hitting me here. Where? Where? Here, my ribs. He broke my ribs, rib cages. He broke your ribs? Yeah. It has on record. He almost killed me twice. And I kept telling them, you don't know that I cannot take this anymore. You know? Yes. Yeah, he hurt me a lot. Und jetzt kommt das Überraschende. Slahi hat einen Plan. Er will seinen Peinigern vergeben. Vielleicht als Ende der Geschichte. Would you bring this man into your home? 100%. Very safely. I would take care of him as I take care of any guest. 100%. But would you embrace him if he came? I can embrace him like... No, I would shake hands, but embracing me... I'm sure at some point, but no. No, but the first moment? No. Handshake. That would make me a sick person. I'm not a sick person. At least I would like to believe I am not. I honestly want this man to have the best life he could afford. 100%. No question asked. And the next time to buy the right size shorts. Zurück in den USA. Die beiden Enden der Geschichte bewegen sich aufeinander zu. Mr. X gehörte zu einem Team, dessen Aufgabe es war, Slahi zu brechen. Der Häftling hatte bisher hartnäckig geschwiegen. Die Geheimdienste waren aber überzeugt, dass er wichtige Informationen besaß. Mr. X folterte immer nachts, immer vermummt. Mit jedem Schweigen Slahis probierte er neue Grausamkeiten aus. Ohrenbetäubende Heavy-Metal-Musik, stundenlang. Stroboskop, anschreien, Heizung aufdrehen, fertig machen. Es war ein regelrechtes Jagdfieber. Denn Sly hatte Kontakte zu Al-Qaida. Aber Mr. X konnte nichts Brauchbares aus ihm herauspressen. Nicht mal, als sein Folteropfer nur noch als Häufchen Elend auf dem Boden lag. Und dann ist es soweit. Treffen mit einem Folterer. John hat es geschafft. So there he is. Alrighty. Oh yeah, it looks nice. Great. All right, you guys got some water as well? Sir? I do. Yes. All right. So, if you could sit here. Okay. He was terrified. He was absolutely terrified. He's probably this. Like I said, I've been doing this a lot. I've done this in Iraq. I've done this in Afghanistan. Multiple times, and he's probably the person I would say was that I ever saw the most terrified in my entire career was that moment when, or those moments when we did the rendition. Yeah. What did it look like? What did what look like? The fear. I mean, how did you notice it? I mean, again, the hyperventilating, shaking, and that's. That's what fear looks like. Was he crying or was he talking? No, he wasn't crying, actually. He wasn't crying. I think he had probably gone beyond a point where he could cry. The fear was so absolute. I think he probably did believe that he was about to be killed. I want to show you an image of a painting I did that I cannot get out of my head. He had a bloody nose, his lip was cracked and swollen and bleeding. He had a big swollen black eye. He had goggles on. And I've lived with that ugly truth for 17 years. And it's bothered me for 17 years. Es wirkt fast so, als hätte er auf diesen Tag gewartet, ihn auch gefürchtet. Ein Leben geht schnell weiter. Der Alltag kommt, Familie. Aber dann ist da diese Sache, die nicht weggeht und die er vielleicht noch nie richtig ausgesprochen hat. We were selected. The team was stood up to do enhanced techniques. But when you say enhanced techniques, no one's going to know what you mean. Enhanced techniques, these harsh interrogation techniques that today are outlawed, that today are illegal. And so
Did you torture her? Yeah, I mean, it's torture. Do you want to tell him yourself? I'm not sure. It's such a huge thing. Am Ende hatte er ganz viele Sachen, die er da eigentlich sagen wollte. Wie sehr er bereut, was er gemacht hat. Und dann habe ich ihm immer gesagt, also willst du das ihm nicht selber sagen? Und ich wusste, Mohammed wollte ins Bett gehen, weil es war 8 Stunden später in Mauretanien und es war irgendwie Mitternacht, ich weiß nicht, noch später. So, ne? Und da habe ich gesagt, also entweder jetzt oder nicht. Ne? Und dann irgendwie brauchte er noch so ein paar Minuten und dann sagte er, na gut, okay, machen wir das. Mr. Slahi. How are you? How are you doing, sir? I'm not unwell. How about yourself? I'm doing very well. That's good. Thank you for asking. Yes, sir. I have a lot of mixed feelings about the era and the things that happened. But I wanted to explain a couple things to you, all right? I was shocked. And just floored that you perceived that I was one of the people that inflicted the physical abuse upon you. That is not true. But in a strange way, I thought it was important for you to know that I know what happened to you. I will deny that you were abused some way. I know how it happened. It sounds exactly like how you describe it, except for the fact that it was me and these other people. I never worked with the MPs. I never did any of that stuff. So it's you can believe it or not, it's fine. But I acknowledge that it occurred. I will say that no one deserved the treatment that you received, that we were misguided, and what we did was absolutely, without question, wrong. From a human to human, that should not have happened. None of it. We're better than that. We lowered our standards. And I have to live with the shame. So maybe in some way that could be a small victory for everybody involved. That I have to live with my actions. But I take responsibility for them. And I'm not proud of it. That's all I can say. Did you want to respond at all, or? It's okay. Thank you very much for acknowledging that. What happened, and I'm completely, if you did it or you didn't do it, I'm just saying that I completely forgive you. I forgive the Americans. And yeah, I that's wholeheartedly, because I want to forgive myself, and I want to live in peace with me. Yeah, I think everybody has to accept their actions and forgive themselves. So I want to make sure it's also clear. I'm not asking you for your forgiveness. I have to forgive myself. So that's okay. I knew you would know that. Another part that's difficult for me here talking to you is that I'm not convinced of your innocence. And I still believe, based on the information that I had received, that you are an enemy of the United States. For better or worse, for what it's worth, that I've never been the enemy to your country. I've never hurt anyone of your country. And for that matter, I never hurt any person, ever. I never conspired with anyone. Mm-hmm. I never talked to anyone to hurt anyone. And
the facts of my case speak to that. You know, you see it your way, I've seen it my way. It's just what it is. So I've taken ownership of my issues. I've presented you with the reality of what occurred to you that day, whether you accept that or not. And yeah. So is how are you living now? So are you married? Do you have kids? I'm not going to talk about my family. I'm not going to talk about my family, man. I'm not going to talk about my family or where I am or what I do or don't do. It's just how it is, pal. So. Anyway, I wish you good luck, man. As with you. Goodbye, Mr. Slahi. Bye. Tschüss. Tschüss. Are you happy? What was it like? It was much the way I thought it would be. Yeah? Yeah, absolutely. So, like I said, I think he was seeking to engage me in a greater discourse to further his message, to further his brand. I'm not going to do that. Well, to see him brought back a lot of that, those memories of our discussions and things like that. So this really wasn't very different, except for the fact that I didn't have total control, right? As a narcissistic, manipulative individual. Was für mich sehr verblüffend war, ist dieser empathische, angenehme Mann dreht er sich um, also während des Gesprächs, und wird irgendwie Mr. X vor unsere Augen. So, ne? Mhm. Und würde er sehr kalt gegenüber Mohamedou. Am Ende irgendwie, als das Gespräch zu Ende ging, also sagt, ja, der ist schuldig, das ist ein Massenmörder. Ach, und so. Echt? Genau, genau. Er würde plötzlich irgendwie, übernahm er die alte Rolle. Und das tat mir aber auch leid für ihn, also dass er da nicht rauskommt. Ne? Er war so irgendwie drin und kam da nicht raus. Mr. X leidet bis heute an posttraumatischen Belastungsstörungen, nahm früher Alkohol und Medikamente und fing dann an zu malen, sich selbst und sein Opfer. Später schickt er ein Video. Es zeigt ihn als kleinen Jungen, der von Helden träumt und die Folter nicht kennt. We protect the people, the little kids, and the girls. And the toddlers. We want to defend those little kids. Beating up, the big kids beating up on them isn't fair anymore. We think that they should have rights too, just as all those big kids. Die Folter will die Opfer brechen. Und nach Mr. X kamen noch viel schlimmere Peiniger. Wenn Menschen heute Folter fordern, sagt er nur eines. Sie hat einen sehr hohen Preis. Jetzt natürlich noch die große Frage, was haltet ihr von der Geschichte? Und wenn ihr noch weitere Fragen an John habt über die ganze Geschichte, dann wirst du die beantworten, ne? Gerne, gerne. Also schreibt uns das in die Kommentare, und über ein Abo freuen wir uns natürlich auch. Immer.